Ja, hallo und willkommen zurück hier bei Leisure gegen Berserk. Warum auch immer, ich sehe jetzt mit mal die Spieler nicht mehr. Wie ihr wahrscheinlich auch nicht. Rechts und links am Rande. Das ist jetzt ziemlich blöd. Ich frage mal ganz kurz nebenbei nach. Ja, Augenblick. Soll ja erstmal egal sein. Mehr als Pistols werden die nicht haben, nicht wahr? Wir sehen jetzt die HP natürlich ein bisschen schlecht und ich sehe auch die Nummer nicht, auf die ich klicken muss. Darum hoffe ich mal, dass sich das gleich wieder irgendwie fixt. Upsi. So. Hier auch mit der Escape oder so. Wenn nicht, muss ich gleich nochmal neu connecten. Soll er jedenfalls gegen Suelo. Was ich jetzt nicht weiß, falls einer der Mods das weiß, ist dieser Suelo ein Austauschspieler? Schön von mir, wird. Da fallen die Frags. Arthur hier, schön mit der USP. Aber Tarsen von der Seite. Ja, ist das ein Austauschspieler? Denn ich habe ihn nicht auf der Liste. Ich sehe ja doch nicht, wer die anderen sind. Es tut mir sehr leid, aber. Drück X, Junge! Junge, X ist für. Hier, für. Siehst du das? Für X-Ray ist X. Ich kann aber T für Tabelle drücken, passiert nichts. So ist ein Stand-in. Zweite. Ah, super, Dankeschön. Das ist ja immer super, wie ihr alle Bescheid wisst, mir da aushelfen könnt. Der Rest müsste aber so stimmen. Wenn ich richtig sehe, warte. Ah, Leute. Es ist G für GUI, GUI, whatever. Ich muss ja jetzt noch Danke sagen für diesen super Tipp. Danke. Ich weiß zwar nicht, wann ich G gedrückt habe. Ist aber auch egal. 1 zu 0 steht hier für Berserks. Jetzt habe ich auch die schönen Testelchen hier rechts an der Seite. Wisst ihr, wenn da links und rechts, da stehen ja diese Zahlen drin. Und das ist für mich immer der Quickslot, um darauf zu gehen und die zu wechseln. Und darum ist das ziemlich kacke, wenn ich die nicht habe. Guck, jetzt können wir hier durch die Gegend switchen. Jetzt sehen wir auch Creo im Fenster weggesmoked. Und da geht's über kurz rauf auf B. Tarsen bereits oben. Ah, richtig vorsichtig. Jetzt ist mein Vogel so leise, da ist er. Schönes Ding. Zwei Opening Frags. Tarsen holt sich den nächsten. Damit zwei Kills für ihn, zwei für David. Mal gucken, wer sich hier den dritten holen kann mit Asa. Der ist zurzeit in Kitchen. Oh, schade, dass er den nicht getroffen hat. Ich hätte es ihm ja gegönnt. Und ich glaube, das Team von Berserk wird selbst diese Scout-Task Assa nicht überlassen. Da muss er aber vorsichtig sein mit Low HP. Ich wollte es gerade sagen. David raus oder David. Oh, Assa hier umzingelt. Schade, wäre das ein Kopfschuss gewesen gegen Tarsin, dann wäre das aber richtig lecker gewesen. So hat er aber verschossen und Tarsin konnte den Schuss machen. Ja, 2 zu 0. Berserk gegen Leisure. Eine Ego-Runde muss Team Leisure noch über sich ergehen lassen. Danach geht es dann hoffentlich in den Ball. Jetzt muss ich mal gucken, wer fehlt denn eigentlich? Pan ist da. Nico ist da. Steven wird ersetzt worden sein für das Spiel, nicht wahr? Ja. Oh, jetzt habe ich vergessen. Jetzt wechselt. Sehr stark von den Tees hier alle drei geholt. Die letzten verbleibenden Spieler sind aber schon auf dem Marsch dahin. Pan kommt über CT. Währenddessen Assa hier über kurz ist. Kann ein Frag zumindest machen. Eine Waffe rausgenommen. Ist schon mal besser als nichts. So, jetzt wird's spannend. Jetzt geht's hier mit Waffen voran. ...2751 Kills hat Nico hier auf seiner USP StatTrak Kill confirmed. Vielleicht werden es ja noch mehr im Verlauf des Spiels. Standardaufbau, schön schnell.
Tarsen hier im Underground. David nimmt. Oder David. Ah, verdammt. Ich bleib jetzt bei David. Fertig. Macht hier den Schuss. Unterstützt ihn. Das wird ziemlich aufgeräumt. Oh, Mürbe. Die Granate. Leider reicht sie nicht. Schade. Ich wollte jetzt auch nicht zu lange gedrückt halten. Ihr wisst ja selbst, diesen Granatenbug. Den gibt es bestimmt schon, seitdem der Source Code für 1.6 geschrieben wurde, keine Ahnung. Der wird niemals gefixt im Leben. Okay, wir können die Granate angucken, aber wenn ich zu lange gedrückt halten würde, dann würde ich da jetzt stacken. Das ist natürlich die Connector Smoke. So, wen haben wir? Ups, wen haben wir hier noch? Nico im Hausmeister. Oh, da darf er jetzt keinen Krach machen, wenn er runtergeht. Wir hören uns mal gerade seine Perspektive an und gucken sie uns an. Und da kommt er von hinten. Kann David nur anschießen, aber jetzt sitzen die Schüsse nicht. Er kann nur einen Kill machen. Und das gegen David aus dieser Premium-Position. Creo macht den nächsten. Nico wird von Toni in der Mitte geholt und Mürbit macht den Refrag. Oh, das ist ärgerlich, Nico. Er hatte die Chance. Allein der erste Schuss schon, dass der nicht so gesessen hat. Das ist ja ärgerlich. Naja. Was soll's? 4 zu 0. Das Team Leisure geht erneut in die Pistolrunde. Suelo hier als einziger mit der CZ, der Rest P250 und eine USP. Da will ich gerne wieder zurück. Da wollte ich gerade drauf gehen. Zack, ist er weg. Das ist ja ärgerlich. Oh, Tarsin. Schöne Schüsse von Assa. Denn auch die P250 ist nicht zu unterschätzen. Da muss der erste Schuss natürlich sitzen. Muss gleich in den Kopf gehen. Dann kriegt der Gegner den Aim-Punch. War's das meistens. Wenn der erste Schuss daneben geht, brauchst du nicht sprayen. David hier richtig schön langsam vorgewagt. Findet Suelo, der A-Spot damit relativ offen. Nur Creo. Kommt ja aus dem Jungle, wird mit Molly abgehalten, kriegt sofort den Schuss von David. 2 gegen 4. Da gucken wir mal, wie Mürbit sich da hinten im Apartment schlägt. Der ist ja ganz dicht neben den letzten beiden verbleibenden CTs. Was machen die da? Hoho! Mürbit, wenn du das wüsstest. Der macht auch keine Anstalt, nochmal zu gucken, ne? Der bleibt da sicher. Assa wagt sich vor und kriegt sofort den Schuss. Mürbit konnte ansagen. Da werden bestimmt noch mal ein paar Jungs hinterherlaufen. Wobei sich das gar nicht so sehr lohnt gegen die Pistols. Aber rausnehmen, was man kann. Jeder Frag ist Geld. Oh, David, da bist du zu früh rum. Den hat er gesehen. Mürbit hat es aber gemacht. Assa allein in der Ecke. Oh, Mürbit. Das war gewagt. Sehen schon, einen schickt man Richtung Mitte und zwar Tarsin. Und der Rest ist komplett Richtung B aufgestellt. Über die Apartments, nicht wahr? Genau, Toni schon vor. Oh, schnell offensiv mit der Tech. Ich wollte gerade sagen, kriegt Assa leider nicht, aber er springt hinterher und kann ihn sich holen. Jetzt kommen vereinzelt die CT-Spieler hinterher. Nico! Das gucken wir uns an. Holt hier Tarsin fast durch die Smoke. Kann sich aber nochmal retten. Der Bomb ist jetzt gelegt, da muss er zurück. Eigentlich hätte er angesagt sein müssen, dass er da gar keine Kills sammeln kann von kurz. Oh, Solek stark. Spread noch den zweiten nieder. Hat den dritten auch gesehen, wo der vierte ist. Weiß er auch. Starke Leistung. Oh, nur noch Nico gegen Tarsin. Und Tarsin wird das hier richtig auf Zeit spielen. Oh, wie schön er das macht, Nico. Reicht die Zeit? Sie reicht. Sie reicht. Erste Runde hier für Team Leisure. Oh, wieder so eng und knapp.
schön gespielt, aber. Ja, weißt du natürlich nicht, ne, was da in den Köpfen der Spieler vorgeht bei so einen knappen Runden. Auch bei Tarsin gerade. Guckst du jetzt, guckst du nicht. In diesem Falle war gucken vielleicht die falsche Entscheidung, aber musste er. Ja. Und da war der Nico einfach schneller. Am Trigger. Der Nico und sein Triggerfinger, du. Assa und Nico hier bei B. Der Rest des Teams auf A abgestellt. Zwei sogar ziemlich close, wenn wir mal gucken. So Velo direkt vor der Smoke. Und Creo hier mehr Richtung Unterholz. Die Granate war super. David ist raus. 4 gegen 5. Obwohl noch nicht mal Blickkontakt irgendwo entstanden ist. Ups. Moment, ich sehe gerade. Da habe ich ja noch Dings hier an. Offline, zack, zack. Entschuldigt. Ob es ein Kobe war, können wir nicht beurteilen. Ich habe nicht gesehen, ob die Granate den Boden berührt hat oder nicht. Und wenn ich mich nicht irre, muss ein Kobe angesagt werden. So jedenfalls die offiziellen Kobe-Richtlinien. EU. Wie man das in anderen Ländern handhabt, weiß ich nicht. Ja, es ist wieder ausgeglichen. 4 gegen 4. Es wird auch ganz schön ruhig angespielt. 30 Sekunden. Eigentlich müsste sich das Team von Berserk langsam mal ein bisschen beeilen. Und das soll ja auch raufgehen auf den A-Spot. Suelo steht bereit und Solek hier raus. Und mit drei Mann ist man jetzt schon drauf. Die Bombe kann gelegt werden. Wir gehen mal aus Richtung von Pan. Der versucht dann noch was zu retten, kann er aber nicht. Und Tarsin hier alle Zeit der Welt. Denkt er, dass vielleicht noch einer von Hausmeister nachzieht. Tut er aber nicht. Und Toni hier. On-Spot, der es halten soll. Und wieder nur Tarsin. Er hat hier die Premium-Position. Es sind aber noch ein paar Granaten dabei. Ja, und Assa zieht rum mit seiner Farmers. Mit Creo im Doppelpack. Der hat den Assist gekriegt. Holt er in sich. 5 zu 2. Da im Molly. Da haben wir auch noch durch. Da kriegt er sogar noch einen Schuss von seinem Teammate. 92 HP ist jetzt auch nicht so schlimm. Kann passieren. Oh, so leck. Schön langsam raus. Kann den Schuss aber nicht machen. Da soll ein Molly hinterher. Da wird er bestimmt ein bisschen Beschuss, wollte ich sagen, vom Connector bald kriegen. Die Flashes fallen. Toni kann Creo rausnehmen. Wirbit hier ein bisschen zu spät mit dem Pre-Fire. Leider. Sonst hätte er vielleicht einen Schuss durch die Smoke setzen können. Wir gucken uns das mal aus Seiten der CTs an. Suelo. Aber die Bombe wieder schön gelegt für die Jungs von Berserk. Er zieht da rum, zusammen mit David macht er hier die Frags, nur noch Assa alleine. Aber der ist nicht mal ansatzweise in der Nähe der Bombe. Und da will er jetzt sicherlich auch gar nicht mehr hin. Berserk hier sichert sich die achte Runde. Erst haben wir schon hochrutschen hier im Stuhl. Ja, auf Seiten von Berserk sehen wir eigentlich einen ganz typischen Aufbau. Eine Richtung A-Main, eine Richtung Palace. Zwei, drei Spieler
jeweils Mitte und Apartments. Oh, so lecker, schön geduldig gewartet, kannst du wieder rausnehmen. Und verpasst Creo den Schock seines Lebens mit den HP. Schön gemacht, gut gewartet. Kriegt auch nicht so viel Schaden, waren ja nur Pistols. Interessanter wird es eher, wie Assa spielt. Der Einzige, der hier die Waffe hat, die M4, die er durchbringen konnte. Tarsin. Sicher mit der AK. Sauber runtergesprayt. 3 zu 5. Kommt die Bombe auch endlich A-Main. Die letzten beiden Spieler von A, die eben noch da waren, Creo und Assa, gehen jetzt auch über zu B. Da will man wohl vereint sitzen. Und der A-Platz, der A-Spot ist völlig offen. Creo kommt dann immer lang. Heute jetzt natürlich hier die Granaten. Sieht sie jetzt auch. Eigentlich sollte die Bombe gleich durch sein. Genau. Hat er natürlich eine super Position hinter der Smoke. Er müsste da jetzt aber bleiben und darf jetzt keinen weiteren Krach mehr machen. Auf der anderen Seite ist bereits David, der wartet. Der David, der wartet. Und er geht rum und er sieht die Waffe. Zack, da gibt es den One-Click. Nur noch Assa, der hoffentlich, der denke ich mal hofft, dass er seine MP durchbringen kann. Tarsin kommt um die Ecke. Da gibt es noch ein bisschen durchs Holzbrett. Jetzt ist natürlich bekannt, wo die M4 ist. Aber Nico mit der P250 kann gerne mal dazwischen springen, dass die Spieler nicht sofort auf den Spot zu Assa laufen können. Und die M4 sollte er durchbringen können. Runde geht trotzdem an die Berserks. 7 zu 2. Ja, Team Leisure wird da nicht großartig kaufen. Da wird man noch ein paar Pistolen sich gönnen, ganz genau. Und den Rest dann in die nächste Runde mitbringen. Naja, immerhin hat Assa jetzt diese M4 2 Runden lang aufgehoben. Schauen wir mal, was wir daraus machen. Pan hier ziemlich offensiv, kann dafür ganz schön Ansagen machen. Granate hat jetzt leider nicht so viel Schaden gemacht, wie sich, glaube ich, die CTs das gewünscht hätten. War ja, glaube ich, auch nicht von denen. Habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. So, langsam geht es Richtung Underground. Creo gegen Tarsin mit der P250. Erfolgreichen kann sich die AK sichern. Da gucken wir auch gleich nochmal zu. Da kurz wieder Ansagen machen, wo die Spieler lang geht. Kann hier sogar einen machen. Toni steht da unten noch. Der ist noch ziemlich angeschlagen. Kommt da aber gerade nochmal weg. 3 gegen 3, 3 gegen 2. Es ist hier aber spannend. Und das gegen eine Eco-Runde. Assa kann mit ein bisschen nachsetzen den Kill auch noch machen. Und es ist nur noch Toni alleine mit der AWP. Mit 13 HP. Da richtig Timing-Pech haben. Boah, schönes Ding! Toni zieht da rum, da gibt es den Rechtsklick, Linksklicks. Rechtsklick, Linksklick. Damals in COD ja noch Quickscope genannt. Oh, den wird er auch kriegen. Nein, er guckt weg! Er guckt weg! Und Assa sofort zur Stelle, lässt sich das nicht entgehen. Holt sich den Frag. 3 zu 7. Da hat Team Leisure irgendwie mit dem P250s, Mensch, die Runde nochmal geholt. Man kann nochmal nachkaufen. David ist der Einzige hier mit einer Tech-9. Auf Seiten von Team Leisure. Komplettes Paket. Jeder hat ein Defuse-Kit, jeder hat eine gute Waffe. Alle haben zumindest Rüstung, Helm, nicht jeder.
was sagen. Da habe ich den abgebrochen und der Hauptkampf war nicht zustande. Pan verschießt leider. Den zweiten macht er dann aber. Oh, Tarsen. Super Position. Und den ersten weiß, dass der zweite da ist. Muss er halb durch die Wand sprayen, aber auch das kriegt er hin. Der Rückweg wird noch weggesmoked für den nächsten Spieler, der da schon steht. Assa. Wird er hier einmal durchgehen? Da kommt die Flash. Die zweite. Nein, er bleibt erstmal dahinter stehen. Solek hier. Ja, wäre da mal früher hingegangen. Er kann den Kill zum Glück machen. Ist aber ein bisschen spät rum. Das hätte ihm beinahe was gekostet. Assa kann er machen. Nico 2 gegen 1. Wir gehen mal auf Sicht von Nico. Oh, der weiß, wo Mirbit ist. Ja, dann nehmen sie ihn im Kreuzfeuer auseinander. 8 zu 3. Stefan, langsamer sprechen. Deutlich sprechen. Nicht so schnell. Schwupp. Ja, sie können nochmal nachkaufen. Jedenfalls ein bisschen. Oh, warte mal. Oh, Entschuldigung. Da habe ich gerade so einen Hustenanfall gekriegt. Da muss ich mir erstmal muten. So, was ich sagen wollte. Zwei Spieler. Oder besser gesagt, ein Spieler, Nico, war der einzige, der voll durchkaufen konnte. Die restlichen mit ein bisschen weniger. Toni hier kriegt Nico, der schon angeschossen war von Solek. Und somit ist es wieder ein 4 gegen 4. Oh, und da kriegt er sogar noch Pan, obwohl er eiskalt und frech durch die Smoke pusht. Creo steht dann aber bereit und wird diese freche Tat sofort bestrafen. Und es ist wieder ausgeglichen. 3 gegen 3. Mirbit, noch ein Stück. Boah, da kriegt er einen Schuss von Suelo, aber ich weiß nicht, ob der irgendwie nur die Kante getroffen hat von der Kiste oder was. Jedenfalls bleibt er mit 7 HP zurück. David macht Connector klar. Jungle. Und somit ist es nur noch Assa hier. Wird er da nochmal gegengehen? Oder wird er nur gucken? Schönes Ding. One on two. Mir bitte stark angeschlossen. Das müsste bekannt sein. Oh, und das ist wertvolle Zeit. Sehr guter Molly. Der einzige, der mir groß im Wege steht, ist Tarsin. Na gut, bei zwei AKs ohne Helm ist es, wäre er für beide ein One-Shot. Da könnte er sein. Und da holt sich Mirbit den Kill mit dem Headshot. 9 zu 3. Die 12. Runde somit an Berserk. Wir können uns mit dem Scoreboard angucken, wo dann die Top-Fragger sind. Auf seitens Team Leisure ist es Assa mit 9. Und bei Berserk ist es 12 mit David. Dicht gefolgt von Tarsin und Mirbit. So rum. Mit jeweils 11 Kills und Nico und Pan mit 7 Kills hinter Assa. Jetzt ist ein ziemlich schneller Go gleich auf A rauf, während der andere dort brennt. Kann er rausgenommen werden. Assa hier schön mit dem Klick. Creo setzt dann hinterher. Die Feinde gegen Pistols. Nico schön auf der Kiste durch die Smoke. Oh, da macht er nochmal wertvollen Damage. Kann hier Mirbit auch noch fast rausnehmen. Und dieser so schnelle offensive Argo scheint sich hier in Luft aufzulösen. Oh, da läuft Assa. Vermuten sie jetzt, dass sie zu B gehen? Nee. Ja, da wollte Nico bestimmt nur hören, wo gelegt wird. Also es ist ziemlich ausgeglichen. Natürlich ist der Waffenvorteil auf Seiten von Team Berserk. Und das ist wieder ein Timing-Pech. Dass er da gerade weggegangen ist. Aber er wird sich denken können, dass einer von beiden eine AK hat. Und da wollen sie ihn beide haben. Und Nico setzt hier den Klick. Der hat zwar noch nachgesprayt, aber es ist eigentlich nur der Klick gewesen, der ihn getötet hat. Die Bombe tickt auch recht schnell. Ah, hätte Tarsin da vielleicht noch 4 Sekunden oder so mehr rausholen können. Wäre das Ganze vielleicht anders ausgegangen. Aber naja, 9 zu 4.
Team Leisure bräuchte eigentlich noch beide Runden. Als CT auf Mirage wären 4 Runden. Ich weiß nicht, ob das reicht gegen ein Team Berserk. Wir werden es sehen. Tonio und Solek hier beide mit einer Tech 9. Da setzt man bei Team Berserk aber eher auf die Rüstung und den Helm und das Zubehör in Form von Granaten. Währenddessen, guck mal, wie viel Geld er gehabt hätte. Ja, währenddessen man auf Seiten von Team Leisure eher auf die Waffenkraft setzt. Die reicht ihn aber nicht ganz. Paar nochmal von der Seite. Kann David hier rausnehmen, nimmt sich noch ein. Somit Solek gegen ihn. Ah, 2 gegen 3. Die beiden Tech-9-Spieler verbleibend. Anscheinend kann sich auch keiner eine AK holen. Und da verschiebt man hier in Richtung B, so wie es aussieht. Oh, Toni, guck bloß nach hinten über CT. Hat er ihn nicht gesehen? Toni! Toni! 4 zu 3 oder was ist da los? Eieieiei. Wo hat er denn hingeaimt, wenn ich da die Kante? Das war komisch. Ich meine, man hat ihn ja ganz klar gesehen, hat er sich weggedreht. Also entweder 4 zu 3, aber selbst wenn es ein 4 zu 3 war, warum guckt er denn nicht auf die Kante? Das verstehe ich jetzt nicht. Assa, sicher mit der AWP. Kein Möbeltier, ganz einfach rausnehmen. Zwei Spieler nur noch fürs Terror-Team. 2 zu 4. Mit der Tech-9 und AK. Gut, nur noch mit einer AK und alleine. Wir gucken es uns mal an, wollte ich gerade sagen. Da fällt Toni auch schon. Haben sie sich die beiden Runden noch geholt? Sehr gut, 16 zu 9. Ja, das ist ja mal richtig spannend, war das mal richtig offen. Wer sich die zweite Halbzeit holt mit dem anfänglichen Verlauf. Also ja, ich würde auch sagen, es gibt eigentlich genügend Spieler, die 16 zu 9 spielen. Selbst, aber mal davon ab, selbst wenn er 4 zu 3 spielt, ist ja denn die Frage, wo hat er hingeguckt? Das war ja nur so ein halbherziger Check. Mein Gott, ist ja auch egal. Wir wollen uns jetzt mal nicht bei Toni auf diesen einen Fehler festnageln. Ich meine, wir sehen es hier. Der Junge hat genau wie alle anderen gar keinen Kill gemacht bisher. Das ist natürlich doof, dass wir die Statistik jetzt nicht mehr sehen. Aber ich glaube, weit weg war er nicht. Und David hier. Den ersten kann er sauber machen. Beim zweiten ist es nur noch wildes Geklicke. Pan holt sich hier sofort den Refrag. Und Leisure ist hier drauf auf dem Spot. Da muss Team Berserk in den Retake gehen. Mal gucken, wie sie es anstellen. Jedenfalls schicken sie dir Solek über kurz. Der kann wertvolle Kills machen. Auch wieder nur einen. Oh, Nico. Toni setzt den Klick. 2 gegen 2. Ja, die Bombe tickt. Eine Fuse-Kit ist aber am Start bei Tarsin. Oh, und den Sprung, den hätte er nicht machen sollen. Klick kann er machen. Oh, das ist nur noch Assa. Was? Da war die Bombe in der Sekunde durch. Alter Vater. Ja, die Bombe wurde defused. Also er hat es durchgezogen. Nachdem er da angefangen hat. Deswegen hat Assa sich auch einen Scheiß um Toni gekümmert, weil er wusste, die Zeit drückt. Und ja, hat versucht, den Diffuser zu erledigen. Hat nicht geklappt. Also hat geklappt, er hat den Diffuser erledigt, aber ein bisschen zu spät. So kann's gehen, ne? So kann's gehen. Tarsin hatte eine Fuse-Kit und damit hat Assa, glaube ich, nicht gerechnet.
Und hier fallen die Frags. Nur noch Nico alleine auf dem Posten. Ja, da hat Assa nicht damit gerechnet, dass ein Defuse-Kit da war. Nehme ich stark an. Naja. Wir wissen ja, in so einer aufregenden Situation. Oh, Toni hier schön mit dem Shot direkt ins Gesicht von Soedo. Da haben wir sogar eine Nahaufnahme von gekriegt. Aber Pan ist es, der den Refrag setzt. Denn wir vergessen mal nicht, die Bombe konnte gelegt werden. Geld ist da bei Team Leisure. Und das verschafft den Jungs sogar einen kleinen Waffenvorteil. Denn Team Berserk nutzt hier noch die alten Waffen, die Farmers, die MP9. Also eigentlich hätten sie einen Waffenvorteil. Schauen wir mal. Connector ist abgesmoked. Wir sehen es hier auch, Paar muss erstmal die Bombe holen, die in Richtung B liegt, jedenfalls in den Apartments. Aber es geht wohl auf den A-Spot. Hier kommt mit Tase nochmal ein Molly hinterher, der wieder ein paar Sekunden retten kann. Wir schauen mal, wer da ist. Mirbit. Bleiben mal an seiner Pose. Oh, schönes Ding von Pana geduckt runter. Und jetzt kommt die Flash. Den ersten kann er machen. Er weiß, dass der zweite da ist. Vielleicht hört er auch den dritten über sich. Aber mit der MP9 ist natürlich nicht so einfach. Nico dafür, Treffsicher mit der AK. 2 gegen 2. Farmers gegen die AK von Nico, keine Chance. Beziehungsweise Pan. Zumindest nur noch so lag. Mit der Farmers, das ist nicht unmöglich. Die beiden Spieler sind stark angeschossen. Der eine mehr, der andere weniger. So lag braucht nur die Vorteilsposition. Ja, reicht nicht. Er kriegt Pan noch einmal angeschossen. Das hat das Team Börse. Das Team Leisure hier. Schön runtergespielt, sind zusammen raus. Sehr gut. Waren aber auch die Fracks ganz gut. Die Refracks zum Beispiel von Paaren sofort. Wie sie dann auch zusammen gleich wieder da rausgekommen sind, eben gerade zum Schluss. War auch schön. So, Mürbet hier mit dem Eröffnungsfrag. Ich wollte gerade sagen, kommt Nico da nochmal in Deckung vor Tarsin? Ah, das ist wieder so ein Timing-Pech, dass er da rauskommt. Creo kann Tarsin rausnehmen. 4 gegen 3, 3 gegen 3. Die Bombe wird gelegt. Ah, David hier schön. Die Position, er kann er ihn machen. Ich Pan hier offensiv, wird von Mirbit dabei geholt. 2 gegen 1. Weiß man, wo Assa ist? Jetzt schon. Nur noch Solek gegen Assa. Solek hat hier nur 2 Flashes. Assa wird gucken. Ja, und jetzt muss Solek laufen und hoffen, er sieht den Engel. Oder den Winkel, sag ich mal. Ah, ist ja beinahe, glaube ich, wieder schief gegangen. Ja, schön gemacht von Assa. Glück gehabt, dass er da weggekommen ist, unten bei Main. Dass Solek dann nicht den erlösenden Kopfschuss gesetzt hat beim Sprung. Ah, 11 zu 8. Es wird hier nochmal spannend. Jetzt geht es ja auf Seiten von Team Leisure ein bisschen ruhiger vor. Ruhiger zu, wollte ich sagen. Oder sie gehen langsamer vor, wie man es sagen möchte. Oh, Pan, er macht sogar noch Damage gegen David, der da ganz kurz hochblickt. Mit 3 Spielern steht man hier auf dem B-Spot. Mit 4 Spielern steht man hier auf dem B-Spot. Mal gucken, ob sich das auszahlen wird bei Team Berserk.
Schöner Winkel hier von Tarsin. Toni steht auch auf einer Kiste. Ja, man fokussiert hier ganz klar den B-Spot. Bisher weiß man ja durch Mürbit, dass noch kein einziger Spieler von Team Leisure auf den A-Spot gegangen ist. Aber da muss man langsam verschieben. Wir sehen es hier auch, Tarsin tut es. Der nächste Spieler wird auch hinterher geschickt, in diesem Falle Toni, weil sonst brennt bald die Luft. Da wollen sie ihn zu zweit angehen. Tarsin soll jetzt gleich rausgeschickt werden und Refrag machen. Nein, dreh dich um. Du musst doch wissen, dass der andere da ist. Tarsin! Mürbit hier on spot, der mit seiner B250 die wertvollen Kills macht und die Zeit rausholt. Sodass es nur noch Pan ist, der hier gegen zwei B250s mit der AK antreten muss. Auf den gehen wir auch mal. Einen hat er geholt und da ist die Zeit abgelaufen. Nein! Oh, Leute, ist das ein Hin und Her. Tarsin fällt aus Quatsch. Und da ist es Mürbit, der hinten in der Ecke sitzt. Und den Bombenleger holt. Und den Folgespieler auch noch. Jeweils mit P250s. Alter Vater. 12 zu 8. Es bleibt hier spannend. Die Spieler schenken sich nix. Ich würde sagen, was war das denn? Was wollte er damit anfangen? Boden runter. Oh, Tarsin hier schön mit dem Spray. Viel Damage gemacht. Mürbit mit dem Frag. Anzuelo, das war schon der richtige Riecher, wie du da reingehalten hast. Kann ja auch Tarsin rausnehmen. 3 gegen 3. Oh, und Mürbit springt einfach durch die Smoke, aber in die falsche Richtung. Kann Anzuelo rausnehmen. Ob Assa im Get Right bekannt ist, weiß ich gar nicht. Oh, der hört die Steps, aber da will man die Bombe schon mal absmoken für den Diffuse-Versuch, nehme ich an. Solek! Oh, da kommt er richtig rum, holt sich Assa. Nur noch Nico, der hier angepusht wird. Da schießt er mit der AWP daneben. Mürbit. Kann die denn machen? Und er hat das Diffuse-Kit. David hat das Diffuse-Kit. Reicht die Zeit? Oh, wie knapp! Wie knapp. Wie knapp. Bis denn. Ah, 13 zu 8 Team Berserk. Ach, die machen die Runden aber spannend, ey. Mann, 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 Mann. Habe ich jetzt gerade einen Soundbug? Nee, ist einfach nur ein Spieler, die ganze Zeit die Waffen wechselt. Toni hier. Wieder mal erfolgreich in der Mitte. Den zweiten Schuss leider nicht. Mürbit allerdings gleich mit der Frag Grenade hinterher, somit ist es nur noch Assa. Keiner mehr da. 14 zu 8. Das war eine schnelle Runde. War ja auch nur eine Pistol Ego. Jetzt sollte das Team Leisure aber wieder kaufen können. Da sieht man es auch. Keine AWP, nur AKs. Und auf Seiten von Team Berserk hier die AWP bei Toni. Der geht diesmal nicht Mitte. Na, vielleicht über kurz. Auch nicht. Da schickt man ihn einfach mal Apartments gucken, wo er die anderen Runden nicht war. Und da trifft er auch gleich auf Assa, der das Ganze hier wegsmoked. Gefällt mir. Dass man ihn nicht mal an den gleichen Spot stellt. Ein bisschen flexibel. Nico, schön offensiv, kann sich Tarsin hier holen. Im Connector. Und da wird man jetzt, denke ich mal, ja, Richtung kurz gehen. Aber David steht da schon. David und Solek sind dabei. Creo kommt hier nochmal durchs Apartment. Und ganz schnell ist die Bombe auf dem Weg nach A. Aber das wird viel Zeit kosten. Viel Zeit, die das Team von Berserk nutzt, um zu verschieben. Jetzt sind die anderen Spieler erst angekommen. Hätte Berserk noch ein bisschen besser aufbauen können. Aber man hat es wohl nicht ganz so voll genommen. Solek kann hier Creo rausnehmen. Bombe wurde gelegt. Assa und Zuelo haben hier das Ganze im Kreuz vor. Oh, da kommt aber der zweite Molly. Assa hier einen schönen Winkel gegen David. Kommt da mit einem Hauch von Leben davon. Und die Zeit drückt natürlich. Da wird die Waffe nochmal hingeschmissen, um ein bisschen Klang zu machen. Ah. Oh, von der Seite.
Da musst du dich natürlich entscheiden in dem Moment, ne? Wenn der Gegner reingesprungen kommt, wo gehst du jetzt hin? Geradeaus, links, wo schießt du? Einen konnten sie rausholen. Rausnehmen, Suelo aber sofort mit dem Refrag. Gegen Solek. 14 zu 9. Vielleicht ein Comeback. Vielleicht sehen wir ein 15-15. Hier bei der ESL-Meisterschaft auf Mirage. Man konnte nochmal nachkaufen bei Berserk. Sogar gar nicht so kacke. Es sind genügend Smokes vorhanden. Und Flashes. Molly ist sogar auch dabei. Kein Helm. Gut gegen AK und AWP. Weiß ich jetzt nicht, ob man da unbedingt einen Helm braucht. Gegen Galil könnte es nützlich sein. Aber sonst. Ja, langsamer Aufbau. David weiß noch nichts von seinem Glück. Das Paar direkt neben ihm steht, nur ein Stockwerk höher. Aber er müsste eigentlich genau das Anvisieren gehört haben. Und zack, sind die Spieler auch schon wieder weg von Apartments. Pan will jetzt aber nochmal wissen, er hält die Augen noch ein bisschen offen. Da kam die Smoke, um ihn davon abzuhalten. Da soll es wieder Richtung A gehen, aber diesmal ist Tarzan bereits vor Ort. Und ich hoffe, er bleibt da. Hoffentlich hört er gleich irgendwie einen Step. Dass er jetzt nicht mit so einem Timing-Pech wieder verschiebt. Tarzan macht den ersten, weiß natürlich, dass da mehr ist, macht den zweiten Bombenleger raus. Asa jetzt hier in der ekelhaften Position rumzulaufen, aber Mirbit steht bereit mit der AWP. Da haben wir noch Nico in der Kiste, in der Kitchen, Pan in der Mitte. Da habe ich Kitchen in der Mitte zusammengehauen. Kann man auch mal machen. Und Nico nur noch im Jungle, der jetzt natürlich angesagt ist und in den letzten 7 Sekunden auch nicht mehr so viel retten können wird. You know? Ah, 15 zu 9. Team Berserk. Weiterhin in Führung. Hat jetzt 6 Matchrunden Zeit, das Ganze hier dicht zu machen. Mal gucken, wie viele sie brauchen werden. Team Leisure auf der anderen Seite braucht jetzt 6 sehr gute Runden, um das Ganze noch in die Overtime zu bringen, um vielleicht sogar noch das Match für sich entscheiden zu können. Das wird mit der Pistol-Runde aber ziemlich schwer. Ein schöner Eröffnungsklick von Nico wäre der Gold wert gewesen. Denn Mirbit mit seiner AWP hat auf Close Distance ganz schön was gegen. So, jetzt geht's hier rauf auf den Spot. Asa holt sich ein paar Verbrennungen. Mirbit den nächsten. Suelo kann ihn aber rausnehmen, weil das wohl ein bisschen zu close war. Tarzan mit dem Headshot gegen Asa. Und da fallen die verbleibenden Spieler. Team Berserk hier. Mit einem 16 zu 9. Da haben wir es wieder. Nicht 6 zu 9, 16 zu 9.